Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute möchte ich Little Acorns für 79 Cent vorstellen. In diesem Spiel bewegt man ein Eichhörnchen mit den unteren Steuerelementen durch verschiedene Level. Dabei muss man alle herumliegenden Nüsse einsammeln, sodass das Ziel geöffnet wird. Also das Ziel ist einfach nur eine Tür und die ist erst dann offen, wenn man alle Nüsse eingesammelt hat. Dazu hat man immer nur eine bestimmte Zeit und wenn die abgelaufen ist, hat man halt verloren. Hat man noch genügend Zeit, so kann man noch zusätzlich diese 5 Früchte einsammeln, um das Level dann mit einer besseren Bewertung abzuschließen. Und momentan gibt es 60 verschiedene Level, die in 3 Jahre und deren Jahreszeiten eingeteilt sind. Dadurch sieht das Ganze zum einen anders aus, also zum Beispiel im Winter ist alles voller Eis, dementsprechend rutscht man natürlich auch hin und her, oder auch im Herbst liegt alles voller Blätter und so weiter. Und das Ganze wird auch sehr viel anspruchsvoller mit der Zeit. Damit es nicht langweilig wird, müssen Gegner getötet werden, andere Tiere eingefangen und generell muss man sich immer überlegen, wie man denn am besten vorgeht, um auch ans Ziel zu kommen. Also manchmal muss man Plattformen runterfallen lassen oder auch zum Beispiel auf Sprungbrettern herumspringen und noch vieles mehr. Mit freigeschalteten Extras kann man das Eichhörnchen und auch das Seil anpassen. Dieses Seil benötigt man häufig, um an bestimmten Stellen sich hin und her zu schwingen, also um von einem Punkt zum anderen zu fliegen, wie gesagt, kann man dieses Seil einfach da dran befestigen und dann hin und her schwingen und dann einfach loslassen. Außerdem lassen sich einige Items einsammeln, die die Spielfigur unbesiegbar machen oder auch schneller oder sie kann höher springen oder sonstige Eigenschaften werden halt dadurch ermöglicht. Die Gestaltung in diesem Spiel ist definitiv mal anders als in anderen Spielen. Mir gefällt das eigentlich auch richtig gut, aber ich denke, das ist auch wieder so eine Sache, die jeder anders sieht. Für 79 Cent ist das Ganze also ein nettes Levelspiel, für den Preis auch völlig in Ordnung, aber es spricht mit Sicherheit auch nicht jeden iOS-Nutzer an. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss.